Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind gestern hier durch die Katakomben gelaufen und haben heute unser Ziel erreicht. Und wir gucken, was sich dahinter befindet. Das Treffen belauschen. Et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, Padre. Bernardo? Alles da. Schwerter, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Sie. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Miese Templer. Aber egal, wir kriegen die Schätze. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Nur mal so. Dieses Grab war bekannt bei den Dieben. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Und mein Onkel wusste es nicht oder konnte ihn nicht fragen? Naja, gut, dann nicht. Sehr schön, die erste Platte. Und da öffnet sich geheimnisvollerweise eine Tür. Leichenbestatter. Q-Player-Aktion beendet. Ja. Wer braucht den Scheiß? Ich nicht. Ach ja, sowas gibt's glaube ich später nicht, dass man hier einfach mal so um nichts rumlaufen kann. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Es ist merkwürdig, nur einen Handschuh zu tragen. Habe ich gerade so gemerkt. Okay, wir haben hier nicht mal einen Turm. Wir sind nur am Arsch der Welt. Und hier kommen wir nicht hoch. Oh, was ist denn das? Das ist für später. Ich weiß, was es ist. Ich werde es euch aber noch nicht erzählen. Das ist groß gemein.
Übrigens, wir können mittlerweile schwimmen. Ich habe keine Angst mehr vor Wasser, wir können schwimmen. Was wir auch gemerkt haben, als wir vorhin ins Wasser gesprungen sind. Falls ihr dachtet, oh, Zero, nicht ins Wasser, du bist ein Psycho. Nein, keine Sorge, ist alles gechillt, alles möglich. Was willst du? Sorry, ich hab dich nicht ganz verstanden. So. Du bist kein Turm, ne? Ich würde aber gerne den Marktplatz wiederfinden. So ein Bullshit. Was? Okay, das hat mich ein bisschen erschreckt. Aber war auch recht easy. Oh, oh Gott! Was ist das? Was ist das Rote? Was läuft da hinten? Der ist hochgelaufen. Ja, oder was bist du? Hast du mich beklaut? Bist du ein Dieb? Nein. Jetzt hör auf damit! Ich will dich doch gar nicht töten. Mist. Du wirst mir nicht entkommen, Kleiner. Was bist du so konfus? Ich werd ihn gleich töten. Ich will ihn eigentlich zuerst, wollte ihn nur rammen, aber... Ich glaube, ich muss ihn töten. Mörder, bleib mir vom Leibe! Nein. Hä? Ich sehe nichts. Es bleibt doch stehen, ich will dich nicht umbringen. Ja, was soll's. Komm. Hab wahrscheinlich nichts gebracht. Keine Ahnung, was das für ein Typ war. Aber er ist ins Wasser gefallen. Das war mir jetzt zu stressig mit dem. So, eine neue Feder. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum ich in diesem Teil alle Federn gesammelt habe und im ersten Teil nichts gesammelt habe. Bei den Federn kann man eine Karte finden. Ja, hochklettern, Ezio. Ganz genau, so funktioniert das. So funktionieren Leitern. So, aber ich glaube, in diesem Teil gibt es noch keine extra Mission. Das werden wir wohl erst im nächsten Teil erleben. Aber naja. Wieso wird das so gut bewacht? Ach, da ist unsere Quest. Aber was ist das Assassin-Symbol? Ist das jetzt ein Grab? Oh, meine Maus ist runtergefallen, sorry. Gut. Ich habe schon gedacht, die Aufnahme wurde beendet. Was bist du, ein Assassinengrab? Assassinengrab, oh. Dann laufen wir doch erstmal zu dem Turm hier. Und von da aus machen wir einfach das Assassinengrab. Wieso nicht? Ich meine, es ist in der Nähe, da kann man es mal machen. Bevor wir es jetzt vergessen, so wie das Symbol, was wir nicht kriegen konnten, weil ich nicht mehr weiß, wo der Marktplatz ist. So. Wir sollten demnächst mal wieder jemanden bestechen oder so. Oder zwei Poster abreißen. Ach, der... Da kommen wir nicht rauf. Da kommen wir nicht rauf, Freunde. Wir gehen zum Assassinen-Symbol. Okay, hat geklappt. Alles cool. Dieser Turm, der wird mir noch sehr, sehr lange im Weg stehen. Es springt darunter, Mann.
War kein Scheiß. So. Gar nicht auffällig. Nein. So, nächstes Grab, Freunde, das wird immer lustig. Ich liebe Gräber. Ich hoffe, die gibt es in den neuen Teilen auch so eine Rätselpassage. Oh, ich glaube, das ist der höchste Sprung, den wir machen können. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Und da kommen wir jetzt raus. Das heißt, der Dom ist gerade in Bearbeitung, deswegen kommen wir da hoch. Das ist das Gute daran. Und wir fangen an mit diesem Stuhl. So, die Basilica Santa Maria del Fiore erkunden und darin versteckte Assassinen-Siegel finden. So, ich kann mich an die ganzen Gräber nicht mehr erinnern, also ich muss von Anfang an rätseln. So, ich nehme einfach an, wir müssen da die Uhr hochklettern, das hatten wir ja schon mal am Anfang. So, nee, müssen wir nicht. Wir hier unten sind, was können wir hier unten machen? Wir können hier rüber. So, von hier aus kommen wir darauf. Dann über die Lichter. Da hinten hin? Nee, da kommen wir doch nicht. Da kommen wir im Leben nicht hin, oder? Wir gehen hier hin. Da kommen wir an. Und uns wird eine Leiter spendiert, damit wir das Ganze nicht mehr machen müssen. Bene. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Ganz genau, mein Lieber, ganz genau. Aber kletter bitte nicht wieder runter. So, hier entlang wäre sogar richtig, Mensch. Was nun? Und da hinten kommen wir. Ah, oh, oh, oh. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. So, zack, schon sind wir hier drüben. Dann hier rüber, da kommen wir runter. Oder auch nicht. Wir müssen hier rüber. Dann auf die Seite, hier hoch, ne? Noch alles recht simpel gehalten. Vielleicht ein bisschen verwirrend für alle, die das Spiel nicht kennen. Und da ist die nächste Leiter. Sehr schön, sehr schön. Wir kommen voran. Da hoch müssen wir jetzt als nächstes, ne? Ah, das sieht schon ein bisschen heftiger aus. Und da ist die Leiter. Die führt uns nach oben zu den Kunstwerken. Und zum Assassinengrab. Schauen wir es mal. Kommen wir nicht rauf, das würde uns nichts bringen. Da kommen wir rauf. Immer schön den Tauben folgen. Die Tauben wissen den Weg. Die Tauben sagen mir, ich soll darüber. Okay. Oh Gott, das war knapp. Dann ist es wahrscheinlich hier rüber, ne? Würde ich jetzt mal glatt vermuten. Ja, war richtig. Alles gut. Und da hoch, okay. So. Kommen wir da ganz einfach rauf? Ja.
Checkpoint erreicht. Immerhin. Ich glaube, ab diesem Moment, wenn wir runterfallen, sterben wir, oder? Ja, das kann gut sein. Mist, es geht nicht höher. Wir müssen uns nach links arbeiten, bis wir hochkommen. Wie weit links denn noch? Shit, das ist das Ende. Ach, jetzt komme ich plötzlich hoch, oder was? Leck mich doch. Ach, wir konnten nur da hoch nicht gehen. Da links daneben hätten wir schon hochgehen können. Naja, gut. Kann man alles nicht riechen, ne? Wir sind schon verdammt weit oben. Alter. Super. Zum Glück können wir ab diesem Assassin's Creed Teil tatsächlich die Leiter uns auf der Leiter einfach umdrehen. Vorher konnten wir das nicht. Das wäre jetzt richtig nervig gewesen. So, Vöglein, Vöglein, weist mir den Weg. Ich glaube, da an dieser brüchigen Mauer können wir raufklettern. Da hätten wir... Ah, das ist eine Truhe. Ich muss hier einmal runter. Geheimer Bereich entdeckt. Oh, sehr geheim. So, jetzt können wir aber wieder hochgehen. So, und schon sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Okay, weiter geht's mit dem Rätsel. Hier hoch. Wie schon erwähnt. Ja, da können wir hochklettern. Sehr schöne Kameraperspektive, muss ich sagen. Also richtig gut gemacht. So, hier klettern wir einfach rauf und... Ach du Scheiße. Ich hab ein bisschen Höhenangst. Kann ich da einfach rüberspringen? Ich weiß nicht. Da kann ich gut. Das sah so weit aus. Und wir haben es geschafft. Oh. Alternative Kamera. Einfach mal so die Kirche beklauen, wieso nicht? Das macht man so in der Zeit. Da. Das Assassin-Symbol, was eigentlich gar nicht auf die Statue passt. Als er so draufgeschminkt aussieht. So. Das zweite Stück. Und somit wären wir durch. Chorknabe. Das Geheimnis des Duomo. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz großen Sprung. Ich weiß nicht, ob es das war, aber irgendwo gibt es ja einen ganz, ganz krassen Sprung. Bin gespannt. So, wo sind die Tauben? Da. Nee, das war nicht der krasse Sprung. Es gab in irgendeinem Assassin's Creed Teil von diesen drei Teilen von Ezio gibt es so einen richtig krassen Sprung. Alter Schwede. Ach, 49 Franken. In der Truhe der Villa. Sehr schön. Aber da komme ich nicht hin, ne? Ich will es wenigstens mal probieren. Ob wir nicht doch raufkommen. Also bis hierhin kommen wir ja... Aber hier ist der Punkt, da kommen wir nicht weiter.
Ich laufe hier jetzt einmal kurz rum, um zu checken, ob wir vielleicht doch hier irgendwie raufkommen oder ob das wirklich dieser krasse Turm ist, wo wir noch nicht raufkommen. Na, eine Wand haben wir noch, eine Wand haben wir noch. Nee, das ist die Wand, von der wir kommen. Ja, wir können hier leider nicht rauf, dafür fehlt uns der Sprung. Später können wir ab hier springen und kommen dann weiter. Oder, oh. Was bist denn du? Dann war das doch ein anderer Turm. Sehr nice. So, die Frage ist dann, wie kommen wir höher? Wir müssten eigentlich hochklettern können, ne? Oder vielleicht habe ich damals einfach nur nicht diesen einen Stein gesehen. So wie jetzt auch. Kann auch sein. So, da wären wir an der Spitze. Oh. Nee, es gibt auf jeden Fall noch einen größeren Sprung als diesen hier. Das kann ich euch sagen. Der führt auch aus einer Katakombe raus. Und da fallen wir mindestens 20 Sekunden. Klippenspringer. So, Karte aufgedeckt. Höchstwahrscheinlich ein Riesenkreis. Dann lass uns hier nochmal raufgehen zu unserer Mission, die wir leider heute nicht mehr angehen werden, Freunde, denn unsere Zeit, sie ist abgelaufen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. In diesem Sinne, haut rein. Euer Zero.